Wir sind live. So. Wunderbar, okay, einen wunderschönen guten, ich wollte jetzt schon Guten guten Abend sagen, Abend. aber ist ja schon fast Nacht. Ja, heute leider mit So, einer sprich. großen kleinen Verspätung. Oder kleinen großen oder wie auch immer. Aber wir sind hier. Ja. Wir sind auch nicht immer die pünktlichsten, oder habe ich irgendwas verpasst? Ja, aber ich Sind glaube, wir immer pünktlich? heute haben wir den Vogel abgeschossen. Ja, gut, das kann natürlich durchaus sein. Ja, ist ja jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gewesen. Naja, aber geht. Ist ja jetzt nicht ganz so tragisch. Ja, heute ist auch mehr oder minder ja, so ein Stream, den wir einfach nochmal machen wollten, weil wir früher nicht konnten. Richtig. Also aufgrund der Uhrzeit meine ich jetzt nicht. So. Aber wir Ja. wollten es natürlich auch nicht ausfallen lassen. Genau. Weil wir diese Woche schon einmal ausfallen lassen werden. Richtig, nämlich am Muttertag. Genau, am Sonntag. Deswegen haben wir uns Hallo. gedacht. Hallo, Sabrina Hoffmann. Bei uns ist alles fit und bei Oh, dir? Sabrina Hoffmann. Ja. Eine Sabrina Hoffmann jetzt auch bei Ihnen im Stream oder was? Ja, genau. Ja. Ja, wie gesagt, Muttertag ist halt Ausfall. Aber Ja, ja. weil halt Muttertag ist, ne? Und auch ein paar andere Sachen dann noch anstehen. Richtig. Also bei mir jetzt nicht, aber bei dir, ne? Ja, Habe ich ja so genau. verstanden. Ja, genau. Ja. Und ja, heute hatte ich ja schon angedroht im Hintergrund, Michelle. Heute kam ja das neue In Extremo Album raus. Ja. Kompass zur oder Kompass zur Sonne oder Sonnenkompass? Ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt gerade nochmal nachgucken, aber ich meine Kompass zur Sonne. Ich habe mir mal ein paar Stücke davon angehört. Ist eigentlich eine relativ geniale Platte geworden. Tatsächlich. Und bei manchen Dingen musste ich echt an uns denken, Michelle. Ja, aber bevor Leider du Gottes. darauf kommst, für Leute, die In Extremo nicht kennen. In Extremo ist eine Metal-Band, die ziemlich, ja, also die macht Folk-Metal, also mit mittelalterlichen Instrumenten. Das sind sieben Leute. Frontmann ist der Micha. Ja. Was könnte man noch zu denen sagen? Die machen jetzt schon seit über 25 Jahren Musik zusammen, tatsächlich. Die kommen fast alle, glaube ich, aus der DDR. Also da hat sich In Extremo zumindest gegründet, sagen wir das mal so. Ich Okay. meine, der Micha kommt aus Thüringen. Ihr da draußen dürft mich gerne verbessern. Ja, und wie gesagt, ist eine richtig geniale Band. Hier auf unserem Kanal gibt es ja schon ein paar Videos zu In Extremo. Ich glaube, fünf Stück an der Zahl tatsächlich. Da könnt ihr euch dann auch mal musikalisch von den Jungs überzeugen lassen. Ja. Und wie gesagt, zu dem Album. An manchen Ecken und Enden dieser Platte musste ich tatsächlich an uns denken, beziehungsweise an uns und Sabrina. So früher zu unseren Glanzzeiten. Ja. Guten Abend, Galagugu. Yippie-yay. Jetzt haben wir ja fast die ganze Gang drin. Ja, die ganze Blind Tube. Wie sagte Blind Life immer so schön, die ganze Family. Blind Tube Family. Ja, Jetzt haben wir ja genau. schon fast die ganze Family zusammen. Müsste jetzt nur deine Frau reinkommen. Ah, ich glaube, die kämpft gerade mit ihren Pizza-Baguettes. Okay. Ja, und nur mal so,
Wir haben, also hier läuft es immer noch über. Und nein, damit meine ich nicht mich, damit meine ich mein Getränk. Dein Weil das Getränk läuft Ding, über. ja, weil ich glaube, der Deckel ist nicht für Kohlensäure geeignet. Dann solltest du vielleicht mal weniger Inhalt reinfüllen. Ja, wir haben ja nur, damit ich nichts umschütte, meinen anderen Becher halt in dieses Ding umgefüllt. Aber ich habe hier auch heute noch mein Spirit Animal mit dabei. Ich könnte jetzt gleich auch noch Tee trinken. Ich hoffe, man sieht's. Falls nicht, sagt mal irgendwer Bescheid, der was sieht. Ja. Nee, also wie gesagt, war heute auch ein sehr lustiger Tag so an sich. Zumindest für mich. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, Michelle. Ja, ich war jetzt seit langem mal mit Maske in einem Geschäft. Und ich Und wie sage war's? dir, brauche ich nicht. Brauchst du nicht? Hallo Ja. Jack. Galagugu schreibt, das ist zu voll. Wie unprofessionell. Sag die es mir eingeschüttet hat. Ja, solange wir nicht zu voll sind. Ja, wollte ich gerade sagen. Ah. Ich versuche ja schon auch die ganze Zeit so abzutrinken, damit es eben nicht mehr überschwappt. Aber ich komme halt nicht hinterher. Das ist ein sehr witzige Tatsache, dass das hier irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber naja, es kann ja aber nichts überlaufen. Ha, Aber wir haben gar kein Intro gespielt, egal. ja, ich glaube, das ist um die Uhrzeit auch eher weniger nötig. Und selbst wenn wir darauf Aufrufe kriegen auf diesen Stream hier, wird das, glaube ich, uns jeder verzeihen, der uns so regelmäßig guckt, dass wir das zwischendurch mal machen. Ich weiß gar nicht, wann hat man das letzte Mal? Im letzten Stream oder nee, im vorletzten, ne? In irgendeinem Stream hat man das auf jeden Fall, das war. Denn? Nicht, stimmt, bei dem Distanz-Stream hatten wir das, dass wir kein Intro gespielt haben, glaube Kann sein, ich. ja. Haben wir kein Intro gespielt? Ah, wie bösen. Nee, aber wie Ir gesagt, irgendwann. also mit Schutzmaske im Laden, das braucht man nicht unbedingt. Ah, komm, es wird das Intro verlangt. Komm, wir spielen hier Intro. Ja, komm, Okay. besser spät als nie. Wir spielen Intro. Herzlich willkommen zu Blind Tube. So, nachdem wir auch dieser Pflicht nachgekommen sind, Ja, wo waren wir denn? Ich glaube, bei der Maske. bei der Maske im Laden, ja. Ja. Ja, oder Straßenbahn oder ja, ist alles. Also längere Strecken sind nicht zu empfehlen. Warum? Hast du so geschwitzt drunter oder was? Ja. Irgendwann wird es sehr warm, ja. Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch die Nase da drunter hat, ist das dann mit dem Luftkriegen wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Kann ich mir vorstellen. Also ich musste ja in der letzten Zeit zum Glück nicht raus. Das vereinfacht mir einiges. Ja, aber ne, ich hab da ja eine schöne Maske. Ne? Ist eigentlich ganz schön. Warte. Soll ich mal kommen? Ich gebe mir jetzt mal hier den. So. Das Ja. ist eine Blind Tube Maske. Nee, und Ja. hier nochmal Grüße an Mr. Blindlife. Der hat letztens in einem seiner Videos gefragt, ob nicht jemand eine orange Maske am besten mit Blind Life Logo hat. Das können wir dir leider nicht anbieten, aber
Ne? Ich erwarte noch eine weitere Fuhre Blindtube-Masken. Was? Wie viele denn? Ich habe mir noch ein paar bestellt. Ach so. Ja. Die war jetzt also, falls jetzt nicht. Falls jetzt jemand den Drang hat, für uns Werbung zu laufen, ihr könnt Blind-Tube-Masken. Ja, so viel habe ich jetzt nicht, also so viel habe ich jetzt nicht, aber. Aber ich meine, man kann natürlich immer welche nachbestellen, aber. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt Blind-Tube-Masken. Ja, ja der Kommentar heute, ne, im Laden stehen ja dann immer die netten Verkäuferinnen, die darauf achten, dass nicht zu viele reingehen. Die sprach mich erstmal an und sagte. Coole Maske! Worauf ich ja, mich dann erstmal bedankt habe. Na, also Mr. Ja. Blindlife, ne? Also, wie gesagt, Blindlife-Logo können wir dir leider nicht anbieten, aber orange ist die Maske. Ne? Also, wenn du dich traust, melde dich. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ach, übrigens, Michelle, hast du den Stream schon gesehen, wo man über uns spricht von. Playmore-Mine und Gerste. Nein. Hast du nicht? Keiner darüber informiert. Das Video hast du nicht gesehen. Ja, ja gut, das kam ja auch erst heute raus. Wann hätte ich dich informieren sollen, während du im Laden stehst? Naja, aber Nachrichten nee, schreiben kannst du ja trotzdem. Egal. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall. Ich hab den beiden angeboten, weil die haben sich halt mit was wäre, wenn wir blind wären, beschäftigt. Die Frage, die ich den beiden gestellt hatte. Und ja, den beiden habe ich angeboten, deren Fragen gerne mal in einem unserer Livestreams dann zu verhackstückeln. Mhm. Weil bei denen sind so zwei, drei Fragen aufgekommen, die ich jetzt verschriftlichen fand ich ein bisschen blöd und da habe ich den beiden angeboten, dass man das ja mal zusammen zu viert dann in einem Stream klären könnte. Aber Gerste hatten wir ja schon hier, ne? Gerste hatten wir schon da, aber die Playmore-Mine noch nicht. Ah ja, okay. Ne, der zweite Name der war ja nur im Chat dann. Ach so. Ja, können wir gerne mal machen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder einen neuen Gast für einen der nächsten Streams. Ja, da können wir auch schon mal jetzt einfach, da wir hier kein festes Thema haben, auch so mal ein bisschen. Ne, bald kommt ja unser lieber Freund Jack auch mit seiner Lesung zu uns. Genau, genau. Da müssen wir nur gucken, wann wir das genau einrichten können am besten. Ich weiß, Jack, du bist allzeit bereit, aber wir müssen da noch ein bisschen planen und jonglieren. Aber das hast du ja mit ihm heute auch abgesprochen. Genau, er weiß ja auch Bescheid, dass wir da nochmal ein bisschen gucken müssen, wie wir das am besten machen. Hm. Ja. Und ja, jetzt nach der. Wie gesagt, ich habe mir heute dann auch das Video, nicht den Stream, das Video von Playmore-Mine und. Gerste angeguckt. Wie gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen, es komplett mir anzugucken. Aber die ersten 12 Minuten, da haben sie schon ein paar Fragen für sich aufgeworfen, die bei den beiden fand ich gerne beantworten können. Soweit es uns möglich ist natürlich. Auf manche Fragen, die sich gestellt haben, habe ich auch keine Antwort. Aber auf die hast du ja vielleicht deine Antwort. Wie gesagt, muss ich mir anschauen. Ja, klar, aber ich denke mal, weil die haben auch teilweise sich Dinge gefragt, die nur jemand beantworten kann, der es halt von Geburt an hat. Ne, zum Beispiel, ob es schlimmer ist, es dann von Geburt an zu haben oder halt auch nicht. Oder, nee, die Frage war, ob es angenehmer ist. Genau. Yes. Ja gut, bei mir kommt ja aber ja noch eine spezielle Komponente dazu, aber das erfahrt ihr nur, wenn ihr den Stream, der darauf bezüglich kommt, anschaut. Also, schon mal hier am Anfang, ne? Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine unserer interessanten oder auch nicht interessanten, aber hoffentlich interessanten Streams verpasst. Ja.
Also, so ein bisschen komme ich mir jetzt gerade ein bisschen blöd vor. Ich habe auf der einen Seite eine Tasse, auf der anderen Seite ein Glas stehen. Okay, die Tasse ist aber noch ein bisschen zu heiß, muss ich dazu sagen. Okay. Ja, Jack schreibt, oha, das wird ja was. Aber besser lesen als singen. Ja, das kann man so stehen lassen. Ja, apropos mal so eine Insider-Frage. Die Sprachnachricht, die habe ich dir weitergeleitet, ne? Ja, die hast du mir weitergeleitet. Auf die habe ich mich wunderbar, ja gerade auch bezogen. Gut, dann habe ich es zumindest dann nicht vergessen. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Ach ja. Nee, aber wie du schon sagtest, das mit der Maske, das hat auch meine Frau gesagt, dass das sehr, sehr schwitzig ist, sagen wir es mal so. Thoralf hat gerade vorgeschlagen, wir sollen Masken verlosen. Also wenn da wirklich mal Interesse besteht, dann können ja die Leute, die sich das hinterher auch mal angucken, auch mal gerne einen Kommentar da lassen. Oder wenn jetzt gleich noch Leute kommen, könnt ihr auch gerne den Chat voll spammen. Ja, und dann kannst du ja mal gucken, was du da so, ne? Dann gucken wir mal, ob wir das finanziell bewerkstelligen könnten. Gut, ich sag mal so, also so alles. Ich schätze jetzt einfach mal, alles so über 10 Masken wird ein bisschen problematisch. Ja, doch. Aber, sag mal, sind die eigentlich zum Binden oder sind die so wie die normalen? Ach ja, genau, ich wollte die Masken eigentlich, genau, warum habe ich die eigentlich weggetan? Ich wollte die eigentlich vorführen. Weil, die Maske ist eigentlich relativ toll. Weil die hat verstellbare Bänder. Verstellbare? Ja, man hat hier so ein. Warte, so ein Nupsi, den kann man dann verschieben und je nachdem ist das Band dann länger oder halt kürzer. Sehr praktisch auf jeden Fall. Gut, dann, Michelle, dann gebe ich schon mal 2 in Auftrag. Von mir kriegst du das Geld natürlich dann. Ja, also wie gesagt, 4, ich glaube 4 habe ich jetzt bestellt. Ja, müssen wir mal gucken, was davon noch überbleibt. Ja, wie gesagt, also 2 würde ich dann schon mal bei dir in Auftrag geben. Man muss halt nur aufpassen, dass man den Nupsi nicht zu weit zieht, weil sonst zieht man natürlich das Band raus. Das habe ich auch einmal gehabt, aber ich habe es wieder reingekriegt, aber es ist eine sehr fickelige Fuckelei. Ja. Nee, also weil meine Frau hat da das Problem mit der jetzigen Maske, dass ihr die Ohren wehtun. Mhm. Ja, kenne ich, ja. Und ja, und da wäre so eine verstellbare Maske doch tatsächlich eigentlich perfekt. Ja, die ist relativ angenehm. Die kannst du bei 60 ja. Grad waschen. 60 Grad? Ja. Na gut, der muss ja nicht unbedingt waschen, kannst ja auch auskochen. Ja, ja. Steht alles im Zettel, da ist ein Zettel dabei, steht alles drauf. Erstmal, die müssen auch erstmal hier ankommen, von daher. Ja. Ja. Das stimmt. Ach ja. Und abgesehen vom heutigen Geschäftsbummel, hast du heute nichts gemacht, oder? Habe ich heute. Ja, ich habe heute meine neue Küchenlampe bekommen. Also. Okay. Ich sehe jetzt auch wieder, was ich mir in der Küche zubereite. Also sehen ja, aber es ist auf jeden Fall angenehmer als vorher. Es war nämlich ziemlich düster. Wir hatten so eine alte große Lampe da oben hängen. Und die hat jetzt aber leider den Geist aufgegeben gehabt. War auf jeden Fall sehr spannend heute. Ja,
Stimmt, hattest du ja erzählt. Nein, ich frage deshalb, weil auch wenn man es nicht glaubt, nach dem letzten Stream hatten wir eigentlich eher weniger Kontakt. Deswegen frage ich so, wie sein Tag war, weil im Endeffekt hatten wir nur heute Morgen besprochen, wie das heute Abend abläuft, aber ansonsten hatten wir eigentlich nicht viel miteinander gesprochen in den letzten 2 Tagen. Hat ja auch in den letzten Wochen eigentlich auch war auch mal nötig, mal wieder mal so vielleicht 36 Stunden keinen Kontakt zu haben. Weil Michelle und ich haben schon im Endeffekt fast eine Standleitung zueinander in den letzten Wochen. Ja. Ja. Aber naja. Gott. Mir kommt da gerade jetzt so Muss eine ich doch. Idee, weil wir jetzt gerade hier immer Ja. mehr Leute haben, die sagen, sie wollen vielleicht gerne mal eine Maske haben. Der Thoralf möchte nämlich auch wohl gerne zwei haben. Am besten wäre es, dass die Leute, die eine Maske wollen und die dann auch bezahlen wollen, sich am besten irgendwie nochmal privat an uns melden. Jan, du die Sachen am besten sammelst oder so und mir die dann mal Nein, pass weitergibst. auf. Ja. Ihr könnt die jetzt in Chat schreiben, weil der Stream bleibt ja dann auch öffentlich. Ja. Ihr könnt die in Chat schreiben, dann hinterher als Kommentare. Oder uns halt bei Facebook, je Eine nachdem, wenn Messenger-Nachricht. ihr ja, eine Messenger-Nachricht. Oder wie gesagt, als Kommentar beziehungsweise als Chat-Nachricht drunter. Dann kriegen wir das hin. Dann sammle ich das, dann schreibe ich das einmal auf und dann ist das Ding durch. Weil, warte, ich gucke, ist zwar jetzt gerade ein bisschen unhöflich, aber ich gucke jetzt gerade mal auf mein Handy, ich suche die Seite gerade noch mal raus. Weil je mehr Masken du bestellst, weil dann könnte ich ja vielleicht sogar noch mal einen Satz bestellen, dann werden die nämlich auch günstiger. Do you Okay. understand? Ja. Dann wird das für jeden auch noch ein bisschen günstiger. Seht ihr, in diesem Blindtube-Format ist alles möglich. Wir geben auch mal eben hier Großbestellungen Naja, auf. warte erst mal ab, wie viel da wirklich Ja, kommt. nee, klar. Aber. Nur Jack erzählte gerade auch, er würde auf jeden Fall Werbung laufen. Ja. Meine Bestellung. Erzähl mir was. Ja, ich wollte eigentlich gerade die Frage stellen, wenn du gerade schon bei deinen Bestellungen bist, ab wie viel können wir denn richtig sparen? Das wäre jetzt so meine Frage, die du dann ja gleich auch beantworten kannst. Aber was hältst du denn von, oder was haltet ihr von Blutorange? Weil ich schmecke gerade, ich habe hier Blutorangentee. Und es gibt ja auch zum Beispiel Blutorange Orangina, also dieses Fanta-ähnliche Zeug aus den Niederlanden. Das gibt es ja einmal in Orange und auch in Blutorange. Ja, da wüsste ich gerne, wie es dann darum steht, ob ihr Blutorange mögt. So, also. Tumulte in meiner Wohnung? Was ist denn da los? Ich habe Angst vor diesem Glas.
Warum? Es zirpt mich an. Es zirpt dich an. Ja. Das gruselt mich ein wenig. Okay. Man hört's. Das ist, es steht unter Druck. Ich glaube, das Glas ist echt nicht für, für kohlensäurehaltige Getränke ausgelegt. Das ist, schwierig. Aber zum Beispiel der Jack, der hat ja auch noch einen Gaming-Kanal. Wenn ich mich nicht irre, heißt der Jack, Tango und Engelchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kam da auch heute ein Video raus. Um mal ein bisschen Werbung für den Jack zu machen. Ja, und ich habe im Endeffekt heute nur so 2, 3 Klamotten für manche Projekte, die jetzt noch anstehen, besprochen. Und ja, war eigentlich eine lustige Nummer. Dann hatte ich, wie gesagt, die Lesung kurz mit dem Jack besprochen, wo ich dir dann auch das Ergebnis im Endeffekt ja auch weitergeleitet habe. Ja. Aber was habe ich sonst gemacht? Sonst habe ich Steaks gegessen. Heute glaube ich zum dritten Mal in dieser Woche oder vierten Mal. Ja, aber Steaks sind auch lecker. Muss man ja einfach mal so sagen. Ja, auf jeden Fall, keine Frage. Nee, aber eigentlich war das ja wohl anders geplant. Weil meine Frau wollte eigentlich keine Steaks mehr haben, aber anscheinend hat sich die Meinung dann im Laden geändert heute. Okay. Suchst du immer noch den Preis? Also, hier habe ich zum Beispiel für Bestellungen über, also ab 10 Masken, also 10 plus Masken, 9 Euro pro Stück. Ja, das geht ja eigentlich. Aber erst ab einer Bestellung von 10, ne? Wenn du jetzt hier eine bestellst, sind wir bei 12 Euro. Ja, das ist ja üblicher Preis. Ja. Ja, das ist ja ungefähr auch so der Preis, den Tanja von der Krela in ihrem Laden für die Masken aufruft. Ja, ja gut. So. Also das ist, glaube ich, ein normaler Wiederverkaufspreis. Ja. Denke ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. So. Aha, jetzt kriege ich hier endlich eine Übersicht. Mein Gott. Eine Maske je 12 Euro. Ab 5 Masken 11 Euro pro Stück und ab 10 Masken 9 Euro pro Stück. Und danach gibt es keine Staffelung mehr? Danach gibt es, soweit ich sehe, keine Staffelung mehr, nein. Okay. Nein. Nur also das egal, Gute ist, ab 5 und ab 10 Masken haben wir auf jeden Fall versandfrei. Okay. Ja. 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 Gut. Also, falls jemand eine Maske haben möchte, wendet sich vertrauensvoll an uns. Genau. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Also, wie gesagt, als Kommentar später, wenn ihr das später seht, jetzt in den Chat. Also, wie ich das verstanden habe, möchte der Jack ja eine haben. Dann ja. Wären wir schon. Dann wären wir schon effektiv bei 3. Ja, wie gesagt, falls noch jemand eine haben möchte. Wir sammeln jetzt einfach Kommentar. Mal. Genau. Und dann können wir in den nächsten Tagen bestellen. Ja, wir sammeln so den Stream, vielleicht auch noch den Stream am Dienstag. Ja. Genau. Ja.
Dann könnt ihr alle für uns Werbung laufen. Das wird lustig. Ja. Das wird sicherlich lustig, weil je nachdem, wo wir die dann hinschicken, die Masten. Ja. Kann das schon mal echt lustig werden. Dann kennt man uns bald quer durch Deutschland. Ja, ja, wenn wir, genau, da gucken wir jetzt erstmal. Wir gucken erstmal, wie viel Masken zusammenkommen, Thoralf. Und dann können wir ja noch so ein paar Masken drauflegen für Fan-Geschichten. Weil ich weiß, wer bestimmt auch eine haben möchte. Wer denn? Die Frage stellst du jetzt nicht ernsthaft. Wer ist der größte Fanboy von Blind Tube? Ach so, ja, ja, doch, ja, 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 ja. Ich weiß, ja, doch, ja. Nee, alles klar. Schöne Grüße an Sydney. Ja. Ja. Ja, nee, wahrscheinlich, tatsächlich. Hm. Ja, aber gucken wir mal tatsächlich. Wer da noch so. Wie viel wir da zusammenbekommen. Und wie gesagt, also wenn, ich sag mal so, wenn es über oder genau 10 sind, würde ich ganz klar sagen, können wir noch 2, 3 drauflegen. Ansonsten gucken wir mal. Ja. Ja. Und wir können ja auch schon mal sagen, der Michel hat ja da so ein lustiges T-Shirt von all unseren Geschichten, die wir so machen. Wo hast du das eigentlich bestellt? Boah, da muss ich nochmal gucken, wo ich das bestellt habe. Da habe ich irgendwo, ich meine, die Seite heißt Spreadshirt, heißt die. Aber ja. Das ist ja eigentlich nur mein inoffizielles Blind Tube Blind Date T-Shirt. Weil da soll ja, soweit ich gehört habe, irgendwann eins kommen. Ja, das sind aber, da stehen aber unsere Namen drauf, Michel. Ja, ja, nein, natürlich, klar, natürlich. Aber ich würde, wenn du da was machen willst, würde ich dann auch eher den, weil der hat die Vorlage einmal da, verstehst du? Ja gut, das stimmt natürlich, das ist vollkommen richtig. Also, ja, da frage ich dann halt morgen oder so nochmal nach. Dann können wir da ja nochmal am Dienstag drüber sprechen, auf jeden Fall. Ich sehe ja schon, komm, wir machen bald einen Shop auf. Ja, gut. ja, nee, so ja natürlich nicht. Weil dann ja, du hast jetzt mit den T-Shirts angefangen. Ja, gut, das mit den, ja, mit den T-Shirts habe ich angefangen, klar. Ja, wie gesagt, man kann ja, wir können ja mal gucken. Je nachdem, was, wie viel, warum, wieso, weshalb, dann zusammenkommen kann man ja mal gucken. Hier, Jack. Ne? Jack meint, er sollte vielleicht auch mal ein paar Jack Tango Masken machen. Ja, klar. Warum nicht? Lohnt sich immer, denke ich. Dann sieht man hier bald so die Families so untereinander Masken. Weißt du, früher hast du auf dem Schulhof Diddleblätter getauscht, jetzt tauschst du Kanalmasken. Ja, das wär tatsächlich total lustig eigentlich. Wenn du nur noch so Leute siehst, die Jacken aufmachen und erstmal die Jackeninnenseiten voller Masken hängen haben. Ich brauche noch den Jack Tango. Ich brauche noch den Mr. Blind Life. Und was ist mit die Hausies? Hast du die Hausies? Das kostet extra. Ja. Und einer, der dann alle Masken hat, denkst du dir so, der muss entweder viel Kohle oder eins von beiden. Oh Mann, ey. Ja, und in 20 Jahren gibt's dann Sammlerwerte. Ja, man darf ja träumen. Ja. Träumen darf man, aber reell werden diese Masken irgendwann gar keinen Wert mehr haben.
Obwohl, es gibt auch Leute, die hängen sich Fußballschals an die Wand. Vielleicht fangen die Leute irgendwann an, wenn sie interessante Masken haben, die auch an die Wand zu hängen. Ja gut, das kann natürlich sein. Das kann natürlich tatsächlich sein. Ja. Da hängt unsere Maske irgendwann irgendwo an der Wand. Also ist auch ein stranger Gedanke gerade, aber ja, da können wir ja froh sein, dass wir ein Kanallogo haben und nicht unsere Gesichter dann irgendwo irgendwann an der Wand hängen. Hey, Obi-Wan! Ja, also wir machen mal Werbung. Möchtet ihr vielleicht Masken haben? Genau, es ging um. Ja, jetzt sind wir hier wieder in der Teleshopping-Sendung. Wir Wir haben hier wiederholen uns diese. immer wieder alle 20 Minuten. Wir haben hier diese einzigartige, wundertolle Maske mal. Hab ich jetzt einfach mal, weil, ich glaube, der Ameisenbär war es, der Zitat gesagt hat, ihr macht auch jeden Scheiß. Ja, wir machen jeden Scheiß. Das heißt, wir haben uns auch eine Maske mit unserem Logo bedrucken lassen. Ah, ich ziehe sie nochmal auf. Ich habe eigentlich gehofft, ich müsste sie heute nicht mehr anziehen. Aber ja, das wird so die Vorführmaske. Ich fand auch gerade die Bezeichnung von Jack interessant mit Fratzenschlüpper-Dealer. Ja, das ist die tolle Maske. Die ist tollerweise auch verstellbar an den Bändern. Man kann die Bänder einstellen mit so einem Nupsi. Wie halt schon gesagt, man sollte, wenn man die Bänder weiterstellt, den Nupsi nicht zu weit nach hinten ziehen, weil dann hat man den Nupsi plötzlich in der Hand. Man kriegt ihn wieder dran, aber dafür ist Geschick gefragt. So. Ja, Rufen Sie jetzt an, 0800. ich finde das Wort Nupsi so schön. Lass uns doch mal über das Wort Nupsi sprechen. Oh Gott, ich weiß, was du meinst, aber das Ja. klingt sehr. Heute mal nicht über Fluch der Karibik, genau. Ja, ich habe mir die Abkürzung gemerkt. Ich habe sie mir gemerkt, Ja gut, ja. wenn nicht du, wer dann? Weil du bist der Einzige, der von uns beiden gerade den Chat lesen kann. Ja, aber die Abkürzung hast du dir auch gemerkt, oder nicht? Ja, natürlich. Jetzt so, nachdem wir dann einmal so drüber gesprochen haben, da hätten wir letztes Mal auch so drauf kommen können, tatsächlich. Ja. Nee, wie gesagt, wir sind ja heute leider Gottes etwas später wie gedacht da, aber dafür haben wir euch ja dann die Maskenidee mitgebracht. Ja. Und nur damit wir hier uns nicht falsch verstehen, das ist erstens keine Dauerwerbesendung und zweitens machen wir da auch keinerlei Gewinn dran. Also das Einzige, was ihr bezahlen müsstet, ist dann tatsächlich den reinen Kostenwert von der Maske, weil die würden wir dann extra für euch bestellen. Richtig. Aber da müssen wir noch mal gucken, Jan, wie ist das denn mit Versand? Ja, also das ist eine sehr gute Frage, Michelle. Weil ich meine, wenn ich jetzt einen bestimmten Maskenanzahl bestelle, dann ist der Versand ja kostenlos, aber wenn ich die verschicke, muss ich ja Versand bezahlen, oder? Ja, gut, aber dann kann man ja tatsächlich gucken, dass man das einmal einmal den Versand komplett ausrechnet und den dann tatsächlich maskentechnisch umlegen. Ich glaube, wir haben eine Nachricht gekriegt. Ah, ich schau mal, wer da so schreibt. Okay. Okay. Alles gut. Okay. Alles gut. Solange alles gut ist, Michelle, da bin ich doch zufrieden. Also die Maske hat, was habe ich gesagt, als ich sie geholt habe,
hat sie noch 15 Euro gekostet. Ah ne, 15 Euro mit Versand, genau, meine ich. Und ohne Versand hatte ich vorhin gesagt, eine 12, ne? Genau. Ab 5 war, glaube ich, 11 Euro pro Stück. Da Und muss man, Versand kostenfrei, ja. ja, da muss man dann auch keinen Versand zahlen. Und ab einer Bestellung von 10 Masken und höher, 9 Euro pro Stück, ohne Versand. Also Versand ist auch kostenlos. Das wäre der Preis. Ja. Und das Thema kam auf, weil man uns im Chat gesagt hat, die hätten auch gerne solche Masken. Und dann haben wir uns gesagt, dann machen wir doch einfach am besten eine komplette Sammelbestellung. Wenn da noch mehr Leute dran Lust haben. Beziehungsweise nicht Lust, sondern Interesse. Warte Ja. mal. Ich frage mich gerade, was bei Obi-Wan fragt. Was ist bei euch los? Hat euch endlich auch mal Satan abonniert? Ach so, wegen der 666. Ah, ja, Satan ist bei uns. Oder auch nicht. Das Thema lassen wir besser, weil nachher unterstellt man uns noch was. Aber ich sage jetzt einfach mal ganz wertfrei ja. Okay. Ja, neuerdings läuft es wieder bei uns, oder Michelle? Ja, Also, der Chat gerade scheint auch zu laufen. ja, Ja. das, trotz der Uhrzeit, das wundert mich ein bisschen. Wobei, wir haben Freitag, ne? Wir haben die Nacht von Freitag auf Samstag, ja. Ja, zum Glück nicht Freitag auf Montag, das wäre ganz schlecht. Weil dann hätten wir jetzt schon 72 Stunden Ja, aber ich gestreamt. finde es eigentlich gerade mal so ganz entspannt, so ohne Themen, also frei von der Leber weg. Ne? Auch ihr könnt frei von der Leber weg über Dinge reden mit uns. Natürlich. Ist. Auch gerne untereinander, dann. Jo, klar. Jeder mit jedem, alle mit allen. Okay, das klingt falsch, Michelle. Ich schreibe das jetzt einfach mal der Uhrzeit zu. Ja, oder einfach. Einfach dem Sauerstoffmangel im Bus und Bahn. Ja gut, den Sauerstoffmangel hast du ja schon wegen der Maske. Ja, meine ich ja, aufgrund dessen. Ja, aber. Warte, jetzt haben wir 665? Den muss ich jetzt mal gucken. Wer hat uns. Also, das geht jetzt gar nicht hier, ja, Leute, also. Wer hat uns denn verlassen? Also, Was soll der Tatsache, wir haben Scheiß jetzt 665, also das geht ja jetzt, nee, das funktioniert, also da bin ich jetzt sprachlos, das funktioniert ja jetzt mal gar nicht hier, ne? Also. Ja, wobei, Michelle, wir haben damit ja eigentlich schon gerechnet, als das beim letzten Mal auf einmal so sprunghaft anfing. Ja, gut. Die gehen jetzt alle weg, obwohl gerade schon, ja, die Vermutung im Raum bestand, es würde wieder losgehen, aber davon sehe Ach. ich gerade nichts. Ja, und selbst wenn, dann ist das halt so. Ne? Machen wir uns nichts vor, dann gucken wir uns den ganzen Spaß halt nicht mehr an und dann ist das halt so. Ja, klar. Ja. Ja. Ach ja, aber ich bin ja mal gespannt. Auf unser Interview? Ja. Ich auch. Wo wir gerade bei Werbungen alles sind, ne? Wenn ihr Lust habt, irgendwann im Laufe der Woche, beziehungsweise der nächsten Woche, kommt ein Interview mit uns auf oder bei Massengeschmack TV. Richtig. Da könnt ihr gerne dann auch vorbeischauen. Aber da werden wir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn das da ist und dann werden wir auch einen Link in irgendeiner Videobeschreibung da lassen. Ja, oder wir gucken mal, vielleicht verlinken wir das auch auf unserer Facebook-Seite oder Blog oder was auch immer.
Also, Obi-Wan, jetzt müssen wir ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Soll ich dir den Kommentar vorlesen? Ja, Also, bitte. er ist ein kleiner Schlingel, weißt du, er ist genauso ausgefuchst wie du mit deinen Playlisten. Er schreibt: Okay, ich mache wieder, dass es 666 werden, wenn ich schon deabonniere. Dann, ey, jetzt ist der Kommentar weg. Warte. Komm wieder. Komm wieder. Dann abonniere ich wieder. War nur ein kleiner Scherz am Rande. Ja, Ah, genau. ja, genau. Aha. So. Mein Freund und Kupferstecher. Ja, aber jetzt, wo wir gerade Obi-Wan im Chat haben, die Seite läuft ja echt gut bei euch jetzt momentan hier, die Supporter-Seite. Tatsächlich. Also, da muss ich sagen, ich glaube, wenn er bei jedem so gut läuft wie bei uns, Michel, dann hat die Seite schon ihren Soll. Auftrat. Er hat gedacht, Obi-Wan wäre, ja. Nein. Die Jungs, die hatten wir jetzt ja auch schon im Interview tatsächlich. Die sind eigentlich ganz handzahm. Ja, genau. Obi-Wan schreibt auch, nee, heute mal nicht. Die Jungs kennen mich schon ganz gut, denke ich. Ja. Ja, Du ja. uns ja auch. Du hast ja Jans Kreativität schon sehr gelobt in vielen Kommentaren, die du unter unseren Streams hinterlässt. Meine Kreativität? Ach so, ach ja, stimmt. Ja, meine Ja. Kreativität, Videos unter die Leute zu bringen, ist ungeschlagen, ja, Ja, tatsächlich. richtig. Deine Art, Werbung zu machen, ist ja einfach mega. Ja, was denn? Hat doch funktioniert, er hat doch kommentiert. Naja, klar. Ach, herrlich. Kinder, herrlich. Ja, aber wie gesagt, also die Seite, wo wir gerade bei meiner Kreativität des Werbungs machen sind, die Seite ist echt gut, tatsächlich. Also jetzt vor allen Dingen die Neuauflage, nachdem sie jetzt die Seite nochmal neu oder anders gestaltet haben. Ist es auch sehr, sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, sie haben ja auch direkt eingebaut, das mit den Farben. Gibt es ja jetzt so nicht mehr. Wenn du einmal draufgeklickt hast und dir das Video angeguckt hast, ist es erstmal ausgegraut, sodass du nicht blöderweise zweimal dasselbe Video guckst, Ach so. außer es wurde halt zweimal eingereicht. Aber ansonsten ist diese Falle schon mal raus. Das ist schon mal sehr schön, weil dann muss ich auch nicht immer gucken, welches Video habe ich jetzt geguckt, welches ist noch von meins. Und ja, das ist sehr, sehr schön, Nee, das. Obi-Wan schreibt unter anderem, ja, es sind schon 40 Leute und es kommen ständig neue dazu. In 2 Monaten geht es dann weiter. Neue Funktionen, neue Futures und anderes Zeug. Da geht dann richtig die Post ab. Ja, hoffen wir es doch, ne? Hoffen Ja, wir dann würde ich sagen, es, hoffen haben wir in 2 Monaten auf jeden Fall nochmal ein Livestream-Date. Ja, ich Na? glaube, an der Stelle ist jetzt auch einfach nochmal wichtig, Jan, wir sollten für alle Leute, die Obi-Wan noch nicht kennen, nochmal erwähnen, worum es überhaupt geht. Also, Obi-Wan, das sind zwei sehr liebe, nette Jungs. Der Robert und der Flo, die haben eine Supporter-Seite im Endeffekt aufgezogen. Da kann man sich dann registrieren. Das hat auch nichts mit personenbezogenen Daten zu tun. Du kannst deinen Nutzernamen frei wählen. Also die meisten haben halt ihren Kanalnamen angegeben, damit man die auch zuordnen kann. Und dann klickst du drauf, beziehungsweise du erstellst erstmal ein Konto. Das heißt im Endeffekt Kanalname und Passwort. Und dann kannst du die Videos, die auf der Seite sind, supporten, indem du halt Watchtime da lässt, indem du es dir anguckst. Und ab, ich glaube, 500 Coins kannst du dann auch selber dann deine Videos einstellen. Und man muss dazu sagen, es ist komplett kostenfrei. Die Coins bekommt man für Support der anderen Leute.
Also da muss man ganz klar sagen, die Seite ist sehr, sehr, sehr mit Bedacht gemacht. Und bisher kann man halt Premium-Links einstellen. Davon gibt es 3 Plätze auf der neuen Seite. Die stehen direkt unter dem Supporter der Woche. Und Standard-Videolinks kann man, oder es sind 25 Standard-Videolinks immer drin. Außer natürlich, du hast schon eins eingereicht, das ist dann immer ausgegraut, damit du nicht aus Versehen deine eigenen Videos klickst. Ja. Und man muss immer den Supporter der Woche immer zuerst angucken, bevor man dann die anderen Videos sieht. Beziehungsweise bevor die klickbar gemacht werden. Und das Ganze dann je Video eine Minute lang. Ja gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Das nächste Mal sehen wir uns Dienstag, tatsächlich. Okay, dann auf Wiedersehen. Abonnieren nicht vergessen.